بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich freue mich jetzt nach, glaube ich, von meiner Seite 3 Wochen Pause wieder hier sein zu können. Leider ist immer wieder etwas dazwischen gekommen, aber Alhamdulillah, ich wurde ja gut vertreten. Und ich weiß nicht, wir hatten immer in den letzten Wochen 18.30 Uhr angesagt, das, oder? War das immer 18 Uhr? Ja. Immer 18 Uhr, okay. Und das wird auch inshallah ta'ala in Zukunft bei 18 Uhr bleiben, wie es in der Herbst. Wir wollen heute insha'Allah ta'ala jetzt nach einer längeren Ramadan-Pause, wo wir eine Ramadan-Vorbereitung hatten und wo wir wahrscheinlich auch eine Ramadan-Nachbereitung hatten, ich war jetzt in den letzten 2 Wochen nicht da gewesen, werden wir bi'iznillahi azza wa jal unsere schöne Reihe, unsere wichtige Reihe über die Suren des Korans fortsetzen. Und die letzte Sure, welche wir behandelt hatten, meine lieben Geschwister, ist Surat al-Balad gewesen. La uqsimu bihadha al-Balad wa anta hillum bihadha al-Balad. Die Sura Nummer 90. Und wir wollen heute insha'Allah ta'ala übergehen zu Surat al-Fajr. Die Sura Nummer 89. Und Surat al-Fajr ist schon eine etwas längere Sura, die über eine ganze Seite geht und noch etwas darüber hinaus. Und wir dementsprechend diese Sura nicht vollständig vorlesen werden, sondern versuchen werden, insha'Allah ta'ala, sie, während wir sie jetzt diskutieren und während wir uns ihre Themen anschauen, dann durchzulesen. Das können wir bei diesen Suren noch gerade so machen. Aber die Suren werden immer länger und bei den längeren Suren werden wir uns nur auf einige Ausschnitte beschränken können, weil es geht uns ja nicht um den genauen Tafsir von jedem einzelnen Vers, sondern es geht uns um den sogenannten Tafsir Maudu'i, das heißt den thematischen Tafsir. Dass wir wissen, welche Themen diese Suren ansprechen, wie diese Suren aufgebaut sind, und welche Botschaft uns Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Sura vermitteln möchte. Und Surat al-Fajr, meine lieben Geschwister im Islam, ist nach den meisten Gelehrten eine mekkanische Sura. Es gibt Ausnahmemeinungen, aber alles deutet darauf hin, die Thematik der Sura, die Anordnung der Verse, die Kürze der Verse, dass es sich hierbei um eine mekkanische Sura handelt. Und das ist auch die Meinung der Mehrheit der Gelehrten. Surat al-Fajr ist eine Sura, welche in dem Mushaf, den wir haben, aus 30 Versen besteht. Aber wir hatten das ja schon bei den vorherigen Suren gehabt, teilweise, dass es unterschiedliche Verszählungen gibt. Und es gibt ebenfalls die Meinung, bei einigen Traditionen, dass es sich hierbei nicht um 30 Verse handelt, sondern insgesamt um 32 Verse. Und sie teilen dann die Verse 15 und 16 jeweils in 2 Verse auf. Und das sind die Verse فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Das ist dann ein Vers. فَيَقُونُ رَبِّي Akraman ist der 2. Vers. Und ebenfalls der Vers darauf, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Das ist dann ein Versende. فَيَقُونُ رَبِّي أَهَانًا. Das ist dann der nächste Vers. Also automatisch haben wir dadurch 2 Verse mehr. Und es gibt noch andere Zählungen, aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Wichtig ist, dass wir wissen, dass es bei den Verszählungen wieder unterschiedliche Traditionen gibt, welche alle jeweils überliefert wurden. Was noch einmal darauf hindeutet, dass der Koran ein Buch ist,
was wirklich mutawatir überliefert wurde, sodass wir sogar die unterschiedlichen Lesarten und die Stellen, wo die Verse gesetzt wurden, die Versenden gesetzt wurden, immer noch überliefert bekommen haben. Und Mutawatir bedeutet, dass so viele Menschen das überliefert haben, in jeder überlieferten Generation, dass sich diese Menschen nicht auf eine Lüge hätten einigen können. Und das ist der größte I'jaz des Korans, das größte Wunder des Korans, dass wir all diese Überlieferungen haben und alles ganz genau bis ins kleinste Detail nachprüfen können. Surat al-Fajr beinhaltet 6 Themenabschnitte. 6 Themenabschnitte. Im ersten Themenabschnitt schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei bestimmten Dingen, die wir uns etwas näher anschauen werden, weil sie wie ein Schlüssel für diese Sure sind. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er bei etwas schwört, dann tut er das nicht einfach so, wie wir gleich sehen werden, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte uns schon allein durch diesen Schwur etwas ganz Bestimmtes mit auf den Weg geben. Im zweiten Teil der Sure berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über einige Völker, welche Allah für ihre Überheblichkeit und dafür, dass sie Unheil auf Erden gestiftet haben, vernichtet hat. Im dritten Teil der Sure spricht Allah subhanahu wa ta'ala über eine ganz wichtige Gesetzmäßigkeit in diesem Universum, welche viele Menschen falsch verstehen und welche gerade aus diesen beiden Versen hervorgehen, welche manche Gelehrte in 2 Verse unterteilt haben. Im vierten Teil der Sure zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, wie es dann am jüngsten Tag aussehen wird und was diejenigen erwarten wird, welche Unrecht getan haben, und dass Allah ta'ala sie für ihre Handlungen und für ihre Vergehen zur Rechenschaft ziehen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt das in einer Art und Weise, wie wir gleich sehen werden, welche eigentlich jeden Menschen, der auch nur einen Funken Iman in seinem Herzen hat, zum Nachdenken bringen sollte. Im fünften Teil beginnt dann Allah subhanahu wa ta'ala über die Verlierer zu sprechen, die vielleicht im diesseitigen Leben auf der sonnigen Seite des Lebens standen und glaubten, dass sie zu den Gewinnern gehören, die aber am jüngsten Tag zu den Verlierern gehören werden und welche sich wünschen werden, dass sie noch einmal eine Chance bekommen, die sie aber nicht erhalten werden. Und im sechsten Teil dieser Sure spricht dann Allah subhanahu wa ta'ala über jene, welche das Wohlgefallen Allahs erlangen werden und welche das Paradies betreten werden. Und wir werden uns insha'Allah ta'ala diese Teile anschauen. Und wir werden versuchen, bi'iznillah, die wichtigsten Lehren aus dieser schönen Sure, aus Surat al-Fajr zu ziehen. Wal-Fajr, der erste Schwur, bei der Morgendämmerung. Wal-Layalin Ashr, und den 10 Nächten. Wal-Shaf'i wal-Watr, und dem Geraden und dem Ungeraden. Wal-Layli Iza Yasr, und der Nacht, wenn sie vorzieht. Und dann, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt, der intelligent ist, der etwas versteht. Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier bei 4 Dingen. Und der erste Schwur ist im Grunde genommen der Schlüssel zum Verstehen dieser Sura. Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört bei der Morgendämmerung. Was bringt denn die Morgendämmerung für euch mit sich, wenn ihr das hört? Wal-Fajr, bei der Morgendämmerung. Woran denkt ihr? Was ist das, woran ihr denkt, wenn ihr diesen Schwur hört? Bei der Morgendämmerung. An was denkt ihr bei der Morgendämmerung? Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt. Sehr wichtig. Ja? Was heißt das konkret, ein neuer Tag beginnt? Ich meine, Allah Ta'ala, er schwört ja nicht einfach nur bei der Morgendämmerung. Natürlich ist das ein Zeichen von den Zeichen Allahs, ja, was auf die Einzigartigkeit und die Erhabenheit Allah subhanahu wa ta'ala hindeutet. Gar keine Frage. Aber Allah ta'ala, er will uns ja etwas mit auf den Weg geben. Was will er uns auf den Weg geben? Was will er uns damit sagen? Was würdet ihr aus eurer Sicht
damit verbinden, mit dem Beginn eines neuen Tages. Was? Ich verstehe nicht. Was würdet ihr sagen? Was verbindet man mit dem Beginn eines neuen Tages? Man kann neu anfangen. Ein neuer Tag bedeutet automatisch für mich was? Neue Hoffnung schöpfen. Was? Neue Chance. Ich fange neu an. Ich habe die Möglichkeit, neu zu beginnen. Der morgige Tag wird inshallah besser als der gestrige Tag. Es gibt mir Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala, er will unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er will den gläubigen Muslimen, welche diese Sura dann offenbart wurde, oder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde sie offenbart, aber nicht nur für ihn allein, sondern für die gesamte Gemeinschaft. Allah subhanahu wa ta'ala, er will ihnen Hoffnung machen. Und deswegen, wir haben keinen konkreten Offenbarungsanlass für diese Sura. Wir haben keinen Sebab Nuzul, der fehlt uns für diese Sura. Wird nicht überliefert, warum diese Sura offenbart wurde, in welchem Kontext sie offenbart wurde. Das heißt, das fehlt uns einfach, wir haben das nicht. Aber die Gelehrten sagen, man kann davon ausgehen, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Sura offenbart wurde in einer schwierigen Zeit, wo er und seine Gemeinde sich in einer schwierigen Situation, der sie ausgesetzt gewesen war, die für sie eine Herausforderung darstellte, ausgesetzt sich befand. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört beim Fajr. Du kannst neu beginnen, du kannst immer neu beginnen, mein lieber Bruder. Egal wie stark die Nacht ist, egal wie finster sie ist, du kannst immer neu beginnen. Wal-Fajr, verliere niemals die Hoffnung, egal was ist. Egal wie sehr sich die Feinde gegen dich versammelt haben, egal wie tief die Umme gesunken ist, verliere niemals die Hoffnung. Es geht weiter. Ich weiß, es ist schwierig in so schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden. Es ist schwierig zu glauben, dass sich da noch etwas verändern wird. Wenn man mit Jugendlichen spricht, mit Muslimen im Allgemeinen spricht über die Situation der Umma, dann hört man meistens immer nur Negatives. Fast immer nur Negatives. Weil es gibt kaum etwas Positives zu erwähnen. Alhamdulillah, es gibt bestimmte, manchmal ein Lichtschimmer. Manchmal sieht man etwas, sagt Alhamdulillah, es gibt immer noch Gutes in dieser Umma. Aber im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, wie soll das weitergehen? Wie soll es weitergehen? Egal wo man hinsieht, egal über welches muslimisches Land man etwas hört, es ist immer mit etwas Negativem verbunden. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. In den schwierigsten Situationen, in den schwierigsten Situationen hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gezeigt, gib nicht die Hoffnung auf, o Muslim. Dann, wenn es wirklich keinen Ausweg gibt, dann, wenn du das Gefühl hast, du bist umzingelt, du bist belagert. Es geht nicht weiter. Es ist vorüber, es ist vorbei. Gerade in diesen Situationen hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt, verliere niemals die Hoffnung, Muslim. O Mu'min. Bei der Schlacht von Al-Ahzab, Al-Khandaq, als die Muslime wussten, wir werden gleich belagert werden. Unsere kleine Stadt, unsere Oasenstadt. Medina ist eine kleine Stadt gewesen. Meine Sicht, es ist größer, ja, weil jetzt noch sozusagen die ganzen Vororte von Medina dazugehören. Aber vorher war Medina eine kleine Oasenstadt gewesen. Und jetzt kommen 10.000 Soldaten. Ich meine, das ist fast mehr als die gesamte Bevölkerung von Medina gewesen. 10.000 Soldaten. Ich weiß nicht, wie hoch die Bevölkerung war, aber das war auf jeden Fall eine sehr große Anzahl für die damaligen Verhältnisse in Medina. 10.000 Soldaten kommen von unterschiedlichen Stämmen. Alles Krieger, Kämpfer, die kampferfahren sind. Kommen, um Medina zu belagern. Und nicht nur das, das ist der äußere Feind. Im Inneren von Medina gibt es noch einen inneren Feind, der einen Pakt geschlossen hat mit dem äußeren Feind.
ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Als die Blicke starr wurden und die Herzen bis zur Kehle gelangt sind und ihr über Allah schon angefangen habt, etwas zu denken, dass Allah euch im Stich lassen wird. هُنَالِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Dort wurden die Gläubigen geprüft und sie wurden einem heftigen Beben ausgesetzt. Es ist nicht einfach gewesen, die Schlacht von Al-Khandaq. Und dann in diesem Moment, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerufen wird, damit er einen Felsbrocken in irgendeiner Weise beseitigt, den sie nicht mehr zerkleinern konnten. Sie mussten ihr einen Graben ausheben, damit sie Medina schützen konnten. In diesem Moment, meine lieben Geschwister im Islam, kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er nimmt die Spitzhacke und er sagt: Bismillah, Allahu Akbar. Im Namen Allahs, Allah ist der Größte. U'titu mafatih al-Sham. Mir wurden soeben die Schlüssel von Aschan gegeben. Syrien, Großraum Syrien, die Levante, wie man so schön sagt. Und ich kann die Schlösser Syriens von meinem Standort aus sehen. Also mit anderen Worten, der Islam wird bis dorthin gelangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat einen Feind von innen, von außen. Die Sahaba haben gesagt, wir konnten nicht einmal auf Toilette gehen, ohne Angst zu haben um unser Leben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich sehe die Schlösser von Aschan. Und dann Bismillah, Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris. Mir wurden soeben die Schlüssel von Persien gegeben. Und ich kann von meinem Standort aus das, die Schlösser, die weißen Schlösser und das weiße Schloss von Al-Madain sehen. Und dann Bismillah, Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yaman. Mir wurden soeben die Schlüssel von Jemen gegeben. Ja, und ich kann die Tore von Sana'a, von Sana'a, von meinem Stand aus auch sehen. Hoffnung. Ja, und die Munafiqun, die Heuchler, haben gesagt, der spinnt. Ja, was ist mit dem los? Wir können nicht mal auf Toilette gehen. Und er redet mir hier von irgendwelchen Großmächten. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Ja, sie haben nicht geglaubt. Aber ein Mu'min glaubt. Und ein Mu'min weiß, er darf niemals die Hoffnung aufgeben. Weil Allah Ta'ala diese Umme bewahren wird, bevor wir sie bewahren können. Und wenn wir das nicht übernehmen können, wird Allah uns austauschen mit einem Volk, was diese Aufgabe übernehmen wird. Und deswegen verliert nicht die Hoffnung, egal wie schwierig die Situation ist. Tut etwas, macht etwas, versucht etwas zu verändern. Und insha'Allah ta'ala, die Veränderung wird kommen. Und diese Nacht, die sehr, sehr lang ist, wo man das Gefühl hat, die wird niemals enden, diese Nacht, die wird immer finsterer, Tag für Tag. Wir dachten damals, bevor Daesh gekommen ist, oh, das ist schon schlimm. Und dann kam Daesh, dann kam der Syrienkrieg, immer schlimmer. Und man dachte, es kann nicht mehr schlimmer gehen und es wird immer schlimmer. Und man hat das Gefühl, jeden Tag etwas Neues. Jeden Tag neue Herausforderungen. Aber egal was ist, gib nicht die Hoffnung auf. Es geht weiter. Und Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala ist auf der Lauer. Allah Ta'ala weiß ganz genau. Er weiß ganz genau, was vor sich geht. Nur das Problem ist, wir als Muslime haben bestimmte Sunnen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten dieses Universums nicht verstanden. Und diese Sura, sie zeigt uns auch Gesetzmäßigkeiten, andere Gesetzmäßigkeiten auf dieser Sura. Aber sie zeigt uns auf, es gibt in diesem Universum Gesetzmäßigkeiten. Und wer sich an diese Gesetzmäßigkeiten hält, der wird dann dementsprechend auch das Ergebnis erlangen. Wer sich nicht an sie hält, selbst wenn er ein Muslim ist, ein Mu'min ist, fünfmal am Tag betet, in der Nacht betet, der wird auch niemals das Ergebnis erlangen. Zu den Gesetzmäßigkeiten Allahs gehört, dass derjenige, der lernt und der sich anstrengt, eine Prüfung bestehen wird in der Regel, wenn er nicht auf den Kopf gefallen ist. Und derjenige, der das nicht tut, nicht bestehen wird, wenn er nicht gerade ein Genie ist. Da kannst du noch so viel beten. Du kannst auch so viel fasten, freiwillig, alles kannst du machen, noch so viel Dua machen. Oh Allah, bitte lass mich die Prüfung bestehen. Allah wird dich nicht bestehen lassen. Warum? Weil du nicht gelernt hast. Punkt aus, fertig. Kannst du machen, was du willst.
Wir können noch so viel Dua machen, dass sich unsere Situation ändert. Jeden Freitag haben wir Dua. Allahumma, Allahumma, aslih sha'na hadhihi al-umr. Allahumma, aslih amra hadhihi al-umma. Es wird sich nichts verändern. Warum? Weil Allah Ta'ala Gesetzmäßigkeiten festgelegt hat. Und zu diesen Gesetzmäßigkeiten gehört, dass Allah Ta'ala bei einem Volk nichts verändern wird, bis sie nicht verändern, was in ihnen ist. Sowohl in positive als auch in negative Richtung. Weil diese Verse wurden offenbart in negative Richtung. Das heißt, Allah Ta'ala wird erst dann meinen guten Zustand verändern, wenn ich etwas tue, was dazu führt, dass er auch verändert wird. Dann brauche ich mich nicht zu wundern. Und dementsprechend, Wal-Fajr, guck mal, Wal-Fajr, das ist der Schlüssel dieser Sura, bei der Morgendämmerung. Und nach diesem Schwur schwört Allah Subhanahu wa Ta'ala plötzlich bei etwas, was nicht definiert ist, was nicht näher bestimmt ist. Und deswegen ist es auch mit einem unbestimmten Artikel versehen. وَلَيَالٍ عَشْرٍ Und den 10 Nächten. Eigentlich und 10 Nächten. Und bei 10 Nächten. So müsste man das eigentlich übersetzen. وَلَيَالٍ Er sagt nicht وَلَيَالٍ عَشْرٍ Er sagt وَلَيَالٍ عَشْرٍ Allahu a'lam, welche 10 Nächte das sind. Aber die meisten Mufassirun haben gesagt, um welche 10 Nächte handelt es sich. Die ersten 10 vom Monat von Hijj, sehr schön. Manche sagen auch, es handelt sich um die letzten 10 Nächte von Ramadan. Aber die meisten Mufassirun sagen, es handelt sich hierbei um die letzten 10 Nächte und somit auch die letzten 10 Tage vom Monat von Hijj. Das ist das, was die Meinung der meisten Gelehrten ist. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was durchaus in die richtige Richtung geht. Warum? Weil es in Einklang steht mit dieser Morgendämmerung. Warum? Weil was sind denn die ersten 10 Tage und Nächte vom Monat Dhul-Hijjah? Worum handelt es sich denn da bei diesen Tagen? Was macht man in diesen Tagen? Wo befindet man sich in diesen Tagen? Bei der Hajj, richtig, barakallahu fik. Auch wenn wir nicht bei der Hajj sind, andere Menschen sind dort, um uns zu vertreten. Warum? Weil die Pilger sind, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, sie sind die Delegation Allahs. Al-Hujjaj wa Umar wa Fdullah. Die Pilger der Hajj und die Pilger der Umrah sind die Delegation Allahs. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat sie auserwählt, damit sie ihre Völker, ihre Stämme repräsentieren dort vor Ort bei der Hajj. Also im Grunde genommen befindet sich die gesamte Menschheit dort vor Ort. Weil jedes Volk und jede Stadt und jedes Dorf einen Repräsentanten mindestens geschickt hat. Und die Hajj ist was für eine Zeit, meine lieben Geschwister im Islam. Die Hajj ist eine Zeit, wo ich im Grunde genommen genau das mache, was ich auch mit der Morgendämmerung verbinde. Was verbinde ich denn nämlich mit der Morgendämmerung, wie wir es gerade gesagt haben? Einen neuen Beginn. Und was mache ich bei der Hajj? Ich beginne neu. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, Man hajja, falam yarfuth, walam yafsuq, raja'aka yawmi waladatu ummu. Ya salam. Wer die Hajj vollzieht und bei der Hajj nicht unmoralisch redet oder spricht oder handelt, ja? Also Frauenthemen und weiß ich nicht was, ja? Oder andere Themen, die in diese Richtung gehen. Walam yafsuq. Nicht frevelt, das heißt keine Ausdrücke benutzt, keine schlechten Worte benutzt. Raja'aka yawmi waladathu ummuh. Der kehrt zurück wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Oh, wer wünscht sich das nicht? Ganz ehrlich, haben wir nicht manchmal das Gefühl, am liebsten würde ich nochmal neu beginnen? Geht uns das nicht so? Also mir geht es manchmal so. Manchmal würde ich sagen, wenn ich so ein kleines Kind sehe, sage ich, oh, wie gerne wäre ich jetzt so alt mit dem Verständnis, was ich jetzt habe. Geht leider nicht. Ja? Ist einfach so. Geht leider nicht. Ja, man wünscht sich das. Aber das Problem ist, wenn man nochmal so klein wird, würde man wahrscheinlich genau dieselben Fehler machen. Subhanallah. Wenn sie zurückkehren würden, würden sie genau dasselbe. Wenn Allah sie zurückschicken würde in die Dunya, würden sie genau dasselbe machen. Ja? Genau dasselbe. Ja? Und sie lügen. Ja, so ist der Mensch immer. Subhanallah. Ja. Jeder muss seine eigene Erfahrung machen in seinem Leben. Aber Allah Ta'ala, er spricht über diese ersten 10 Nächte und Tage. Die besten Tage, wie es der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, im gesamten Jahr. Ma min ayyamin
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. Es gibt keine Tage im gesamten Jahr, die besser sind als diese ersten 10 Tage. Komm ja bald, inshallah. Stell dich mal lange hin. Ich glaube, 1,5 Monate. Wie viel ist heute? Heute ist der, wie vierte? Na, das weiß ich, aber der 20. Shawwal ist heute. 20. Shawwal, noch 40 Tage. Und dann beginnen diese 10 Tage. Es gibt keine Tage im gesamten Jahr, wo die gute Tat besser ist als in diesen ersten 10, außer eine Sache. Was ist das? Was ist diese eine Sache, die besser ist als die Ibadah, die gute Tat in den ersten 10 Tagen vom Monat Dhul-Hijja? Nein. Was ist das Beste? Was ist noch ein bisschen besser? Ja? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Was ist, er sagt, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَنَ عَمَرُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِي الْعَشْرِ. Es gibt keine 10 Tage, in denen die gute Tat besser ist als in diesen 10 Tagen. Illa, außer. Was ist dieses außer? Wer weiß es? Ja. Ja, du gehst schon in diese richtige Richtung. Außer. Illa rajulun. Ja. Ja, Jihad. Und dann, wie genau? Nicht irgendein Jihad. Illa rajulun kharaja bimali wa nafsi wa lam ya'bud. Barakallahu fi jazakallahu khair. Außer einem Mann, der mit sich selbst, also mit seinem Körper, und mit seinem Vermögen hinauszieht und mit nichts zurückkommt. Alles auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zurückgelassen hat. Den kannst du nicht übertreffen. Was willst du da übertreffen? Er hat alles geopfert für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, den kann man nicht übertreffen. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, ja, Allah ta'ala, er schwört jetzt bei diesen 10 Tagen und Nächten. Wa layalin ashr. Und dann schwört Allah subhanahu wa ta'ala beim Asch-Shaf'i wal-Watr. Wasch-Shaf'i wal-Watr. Und dem Geraden und dem Ungeraden, hier in Klammern steht bei der Übersetzung Tag. Weil die meisten Gelehrten sagen, es ist Tag, es handelt sich um Tage. Aber es gibt auch andere Bedeutungen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Interpretationen. Wenn wir aber sagen, dass mit den ersten zehn Nächte vom Monat Dhul-Hijja gemeint sind, dann ist mit Asch-Shaf'i wal-Watr höchstwahrscheinlich was gemeint? Was ist mit Asch-Shaf'i gemeint, der sozusagen dem geraden Tag, und was ist mit dem ungeraden Tag gemeint? Was würdet ihr sagen? Der gerade Tag ist der Yawmun Nahr, der Opfertag, der 10. von Dhul-Hijja. Das ist eine gerade Zahl, 10. Und der ungerade Tag ist welcher? Ist der Tag von Arafah. Es gibt auch andere Interpretationen. Aber wichtig ist, alles dreht sich um was? Alles dreht sich bei diesen Schwüren darum, dass ich als Mensch im Grunde genommen ein neues Leben beginne. Dass ich neu anfange, dass ich nicht die Hoffnung verlieren darf, dass mir Allah vergeben wird, dass egal wie finster die Nacht, es einen Morgen geben wird, dass du immer weitermachen kannst. Die gesamte Sura dreht sich genau darum. Und dann schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei etwas sehr, sehr Interessantem. Indem man nämlich das einfach noch einmal bestätigt. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْر. Und der Nacht, wenn sie fortzieht. يَسْرِ أَيْ أَقْبَلَ وَأَدْبَر. Ja, dass die Nacht kommt und geht. Allah Ta'ala bestätigt noch einmal ganz klar. Die Dämmerung ist nahe. Egal wie lang die Nacht ist, es wird irgendwann einmal ein Tag kommen. Du musst nur geduldig sein. Du darfst nicht aufgeben. Du musst nur geduldig sein, du darfst nicht aufgeben. Und nachdem Allah Ta'ala diese 4 Schwüre gemacht hat, spricht Allah Ta'ala im Grunde genommen den gesunden Menschenverstand an. Indem er nämlich sagt, هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر. Ist darin ein ausreichender Schwur für jemanden, der Klugheit besitzt? Subhanallah, was für ein Vers. Hijr kommt von Hajr und Hajara. Hajara heißt, dass ich sozusagen etwas verhindere. Dass ich im Grunde genommen meinen Verstand daran hindere, dass er abschweift. Dass ich versuche, meinen gesunden Menschenverstand zu wahren. Und dieser Schwur ist wirklich sehr wichtig. Warum ist er sehr wichtig? Weil dieser Schwur, meine geehrten Geschwister, uns noch einmal etwas aufzeigt.
Und zwar zeigt uns dieser Schwur auf, dass der Koran eine Offenbarung ist an Menschen, die einen Verstand haben. Der Koran ist keine Offenbarung, die mich dazu aufruft, meinen Verstand abzuschalten. Der Koran ist keine Offenbarung, welche sich gegen den gesunden Menschenverstand stellt. Ganz im Gegenteil. Der Koran ist die Offenbarung, und ich sage die Offenbarung, welche immer wieder den Menschen dazu auffordert, nachzudenken und sich Gedanken zu machen und zu reflektieren und nicht einfach irgendetwas zu akzeptieren. Immer wieder prangert der Koran jene Menschen an, welche einfach nur die Traditionen ihrer Vorväter befolgen, ohne darüber nachzudenken. Er prangert das immer wieder an. Immer wenn sie sagen, wir machen das, was unsere Vorväter getan hat, prangert der Koran diese Menschen an. Und er fordert uns auf, selbst nachzudenken, bestimmte Traditionen, Handlungen zu überdenken, schauen, ist das wirklich etwas Richtiges oder nicht. Und das zeigt der Koran. Ist ein Buch des Verstandes. Der Koran ist ein Buch, welches das die Logik des Menschen anspricht. Und das ist einzigartig, weil der Koran nämlich eine Botschaft ist, welche sowohl die Seele anspricht, als auch den Verstand anspricht. Er versteht es, alle Bestandteile und alle Komponenten des Menschen zu berücksichtigen. Der Koran, er berücksichtigt, dass der Mensch aus einem Körper besteht und dementsprechend Bedürfnisse hat. Und er sagt dir nicht, es ist verboten, diese Bedürfnisse zu befolgen. Sie sind schlecht. Nein, er sagt dir, das sind alles Gnaden von Allah, die dafür sorgen, dass auch der Mensch weiterhin und die Menschheit fortbestehen kann. Aber lenke sie in die richtige Richtung und in die richtige Bahn. Er spricht deine Spiritualität an, weil er nämlich weiß, dass du auch aus einer Seele bestehst. Und nicht nur aus Fleisch und Blut. Und er spricht deinen Verstand an, weil er weiß, dass du als Mensch im Gegensatz zu den anderen Geschöpfen ausgezeichnet wurdest durch den Verstand. Und es wäre doch ein Widerspruch zur Schöpfung Gottes, wenn ich sage, dass Gott, der den Menschen erschaffen hat und der ihn durch den Verstand ausgezeichnet hat, gleichzeitig vom Menschen verlangt, dass er seinen Verstand abschalten muss. Und dementsprechend sehen wir schon gleich, meine geehrten Geschwister, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zwischen der Schöpfungsgeschichte im Koran und zwischen der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Welchen Baum durften Adam und Eva in der Bibel nicht nahe kommen? Welchen Baum? Apfelbaum, okay, aber was war das für ein Baum? Was wurde ihnen sozusagen? Baum der Erkenntnis, guck mal. Shajarat al-Ma'rif, Baum der Erkenntnis. Eigentlich sollte doch der Mensch nach Erkenntnis streben, oder? Und es wurde ihnen verboten, diesem Baum der Erkenntnis nach der biblischen Darstellung nahe zu kommen und von ihm zu essen. Welchen Baum haben wir aber im Koran? Baum der Ewigkeit. Schaut mal den Unterschied. Subhanallah. Shajarat al-Khuld. Wa mulki la yabla. Dass der Mensch nach etwas strebt, was eigentlich seiner Natur widerspricht. Was im Grunde genommen, obwohl er im Paradies war und eigentlich für ihn tot unbekannt gewesen war, dass er trotz alledem nach etwas strebte, was eigentlich seiner Natur widerspricht. Aber nirgendwo steht im Koran, dass es sich hierbei um den Baum der Erkenntnis handelt oder den Baum des Wissens. Und da sehen wir diesen Unterschied. Also ihr seht, diese Schwüre, die wir im Koran haben, sind unglaubliche Schwüre. Und sie sind der Schlüssel zu dieser Sura. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala die Sura eingeleitet hat, meine lieben Geschwister, mit diesen vier Schwüren und dann mit dieser Frage, geht jetzt Allah Subhanahu wa Ta'ala auf den nächsten Abschnitt über, der eng in Verbindung steht mit dem ersten. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte hier unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den gläubigen Muslimen noch einmal aufzeigen, ganz gleich, wie mächtig der Feind ist, ganz gleich, wie weit er zivilisatorisch gekommen ist, ganz gleich, wie hoch die Gebäude gewesen sind, welche sie errichtet haben. Irgendwann einmal, wenn der Mensch sich von
den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala abwendet, wird Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Zivilisation und diese Menschen von der Erde beseitigen. Und das gibt natürlich unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Hoffnung. Warum? Weil er stand in der Auseinandersetzung mit den Quraysh. Und die Quraysh als wichtigster Stamm der Araber, die Quraysh, sie stellten für den Propheten und für die Gläubigen einen übermächtigen Feind dar. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte den Propheten in der mekkanischen Phase, wo sie unterdrückt wurden, wo sie verfolgt wurden, er wollte ihnen Hoffnung geben. Es mag zwar sein, dass es schwierig ist und aussichtslos aussieht, aber ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben. Und dementsprechend Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt jetzt hier drei Beispiele. Drei Beispiele von drei verschiedenen großen Zivilisationen, welche die Grenzen Allahs überschritten haben, weshalb sie Allah subhanahu wa ta'ala dann dafür bestraft hat. Und zwar sagt Allah ta'ala, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr? إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ, mit Irem, mit den Stützen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt über diese verschiedenen Zivilisationen, was sie alles erreicht haben, welche Gebäude sie errichtet haben, wie weit sie gewesen sind in Kultur, in Zivilisationen, in Errichtung von Gebäuden, in der Wissenschaft. All das, aber all das hat sie nicht davor geschützt, dass sie am Ende für ihre Vergehen und für ihre Ausschreitungen, für ihre Überschreitung der Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala bestraft werden. Dergleichen nicht erschaffen, wie wurden in den Landstrichen, التي لم يخلق مثلها في البلاد, also eine einzigartige Zivilisation, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, und mit den Thamud, die im Tal die Felsen aushöhlten, وفرعون ذي الأوتاد, und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle, die meisten sagen, mit den Pfählen sind hier sozusagen die Übererrichtung der Pyramiden gemeint, وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب, und mit Pharaon, dem Besitzer der Pfähle, die sie alle das Maß an Frevel in den Landstrichen überschritten und darin viel Unheil stifteten. Das ist eine Frage noch. Da schüttete dein Herr auf sie eine Geißel von Strafe aus. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie für ihr Unheil, welches sie auf Erden gestiftet haben, bestraft. Und dementsprechend, wenn wir manchmal bestimmte Länder sehen und bestimmte auch Diktatoren sehen und regelrechte Diktatoren, Familien und Dynastien, welche ihre Bevölkerung unterdrücken und so weiter und so fort, wir müssen immer sicher sein, irgendwann einmal wird das ein Ende haben. Guckt mal, wie viele Generationen und wie viele Jahrhunderte diese Zivilisationen wirklich einzigartig gewesen waren und große Teile der damaligen Welt beherrscht haben. Aber am Ende hat ihnen das nichts gebracht. Und es endete. Warum? Weil sie jegliche Grenze überschritten haben. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den Gläubigen in diesem zweiten Abschnitt noch einmal Hoffnung macht, dass auch die Tyrannen irgendwann einmal gestoppt werden und dass sie irgendwann einmal auch für ihre Vergehen und ihre Verbrechen auf Erden bestraft werden von Allah subhanahu wa ta'ala, zeigt uns jetzt Allah subhanahu wa ta'ala etwas sehr, sehr Wichtiges auf. Ich habe noch einen Vers vergessen von diesem Abschnitt, und zwar Inna rabbaka labil mirsad, gewiss, dein Herr wartet ja auf sie. Und jetzt geht Allah subhanahu wa ta'ala über. Und er zeigt uns auf, dass gerade Menschen, welche nicht an das Jenseits glauben oder welche vielleicht rein theoretisch an das Jenseits glauben, weil sie das gehört haben, aber es nicht wirklich verinnerlicht haben, dass diese Menschen bestimmte Gesetzmäßigkeiten Allahs in diesem Universum nicht verstanden haben. Was haben sie denn konkret nicht verstanden? Und diese Verse sind jetzt unglaublich wichtig. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt
und ihm ein wundervolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr hat mich behandelt, mich freigebig. Was ist mit dem Menschen gemeint? Der Mensch, der nicht an Allah glaubt. Der Mensch, der nicht daran glaubt und es verinnerlicht hat, dass es nach dem Tod ein weiteres Leben geben wird. Dass dieses Leben eine Prüfung ist. Ja, Allah Ta'ala spricht allgemein vom Menschen, aber er meint damit genau diesen Menschen. وَأَمَّا إِذَا مَا بَتَلَاهُ Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr, setzt mich der Schmach aus. Wie viele Menschen denken so heutzutage? Sie denken, derjenige, der viel hat, den muss Allah besonders lieben. Und derjenige, der wenig hat und den Allah prüft mit Krankheiten und so weiter und so fort, den mag Allah nicht. Allah Ta'ala hat sich von ihm abgewandt. Aber das ist nicht so. Und wir haben das schon oft, gerade diese beiden Verse, haben wir schon sehr, sehr oft zitiert. Dem ist nicht so, meine lieben Geschwister im Islam. Nur weil jemand nicht viel besitzt, bedeutet das nicht, dass Allah Ta'ala sich von ihm abgewendet hat. Und nur weil jemand viel besitzt, bedeutet das nicht, dass Allah Ta'ala ihn damit geehrt hat. Nein, diese Dunya, sie ist bei Allah Subhanahu wa Ta'ala nichts wert. Und sie war noch nie ein Maßstab dafür, ob Allah einen Menschen liebt oder ihn nicht liebt. Und dementsprechend, der Beste aller Menschen, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hatte nicht viel von dieser Dunya gehabt. Die Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die nach den Propheten die Besten der Menschen gewesen sind, viele von ihnen besaßen von der Dunya so gut wie gar nichts und sind von dieser Dunya gegangen, ohne von ihr irgendetwas mitzunehmen. Ja, sie haben sogar die Dunya verloren durch ihre Religion. Mus'ab ibn Umair. Er war reich gewesen, der Sohn von reichen Eltern, hat alles gehabt, was mein Herz begehrt, an Dunya. Und nachdem er den Islam angenommen hat, hat er alles verloren. Alles. Und am Ende verliert er noch sein Leben in der Schlacht von Uhud. Und von der Dunya hat er nichts außer ein Leichentuch, ein Gewand, was nicht einmal ausreicht, um seinen gesamten Körper zu bedecken. Wäre die Dunya der Maßstab dafür, dass Allah ihn liebt oder nicht liebt, dann würde er wahrscheinlich jemand sein, den Allah überhaupt nicht liebt. Aber wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt ihn über alles. Er gehört zu den Paradiesbewohnern. Und dementsprechend, denkt niemals, dass wenn Allah euch prüft, mit Krankheit, mit Armut, mit irgendetwas anderem, die meisten von uns wird Allah wahrscheinlich hier in Deutschland nicht mit Armut prüfen, ja, aber wenn, ja, man vielleicht nicht so viel besitzt, wie man andere besitzen, dass das bedeutet, dass Allah einen nicht mag. Nein, das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist ein ganz anderer. Und diesen Maßstab, den erklärt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch einmal aufzeigen, dass gerade dann, wenn Menschen sich abwenden von Allah subhanahu wa ta'ala und diesen Turyan, über den Allah ta'ala hier besprochen hat, das heißt das Überschreiten aller Maße und aller Grenzen, ja, sozusagen praktiziert, dass gerade dann Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen noch einmal extra von der Dunya etwas gibt. Damit er sich im Sicheren glaubt und denkt, er befindet sich auf dem richtigen Weg, aber Allah Ta'ala im Grunde genommen ihn in die Irre gehen lässt. Und deswegen hört mal, was Allah Ta'ala in Surat Al-An'am sagt. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Und als sie vergessen haben, woran sie erinnert wurden, haben wir ihnen die Türen und die Tore zu allen eröffnet. Hatta idha farihu bima utu, bis sie dann sich übermäßig gefreut haben darüber, was sie erhalten haben, akhadnahum baghtatan, haben wir sie plötzlich genommen, fa idha hum mublisun, so dass sie dann verzweifelt sind. Raus, kein Ausweg mehr, ist vorbei. Und dementsprechend, das heißt nichts. Das heißt überhaupt nichts. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, worum es konkret geht. Kalla! Nein, keineswegs. So ist das nicht, wie ihr denkt, oh Menschen. Balla tukrimuna al-yatim. Keineswegs. Vielmehr behandelt ihr die Weise nicht freigebig. Wa la tahadduna ala ta'ami al-miskin. Und ihr verzehrt, entschuldigt, und haltet euch nicht gegenseitig zur Speisung des Armen an.
وتأكلون التراث أكلا لما. Und ihr verzehrt das Erbe, ja, ihr verzehrt es ganz und gar. وتحبون المال حبا جما. Und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz. كلا. Und jetzt kommt der Übergang zum nächsten Abschnitt. إذا دكت الأرض دكا دكا. Wenn die Erde eingeebnet, ja, platt eingeebnet wird. Allah zeigt uns auf, worum es geht. Allah zeigt uns auf, es geht um gute Taten. Wenn dir Allah die Kraft gibt, gute Taten zu tun, dann bist du jemand, den Allah liebt. Dann weißt du, dass Allah dich geehrt hat. Aber wenn Allah Ta'ala dir nicht dazu hilft, wenn du es nicht schaffst, dein Nafs zu besiegen, wenn du es nicht schaffst, dich für das Gute einzusetzen, wenn du immer deine Neigung befolgst, dann sei dir sicher, Allah Ta'ala, er hat sich vielleicht von dir abgewendet, von dir abgewandt. Allah Ta'ala, er meint es wahrscheinlich nicht so gut mit dir, selbst wenn du von der Dunya viel hast. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist der Maßstab. Möge Allah Ta'ala uns immer zum Guten verhelfen. Möge Allah uns immer diese Kraft geben, dass wir etwas Gutes tun, uns für die Speisung der Armen einsetzen, dass wir freigebig sind, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir uns für das Gute einsetzen. Ja, dass Allah Ta'ala uns zu Schlüssel für das Gute macht. Und jetzt geht Allah Ta'ala zum nächsten Überschnitt über und zeigt uns auf, dass der Mensch dann am jüngsten Tag für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Und Allah Ta'ala jetzt dich für das belohnen wird, was du an Gutem getan hast, und dich für das zur Rechenschaft ziehen wird und dich bestrafen wird, was du an Schlechtem vorausgeschickt hast. Kalla, idha dukkatil ardu dakkan dakka, wie Allah das sagt. Und keineswegs, wenn die Erde eingeebnet ist, all diese Häuser, die gebaut wurden, all diese Gebäude, die errichtet wurden, all diese Dinge, die werden dem Erdboden gleichgemacht. Du nimmst nichts mit. Du hast Häuser in der Dunya gebaut, du nimmst nichts mit. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, Häuser zu bauen. Das sagt keiner. Und das sagt auch Allah Ta'ala nicht. Er zeigt nur auf, halte dich an die Grenzen Allahs und strebe nach dem Jenseits. Du kannst die Dunya nutzen, aber sie darf niemals zu deinem eigentlichen Ziel werden. Allah hat nichts gegen Zivilisationen. Allah verlangt das sogar von den Muslimen. Als die Muslime Allah gekannt haben und den Islam praktiziert haben, haben sie aus dem Nichts eine Zivilisation errichtet. Aus dem Nichts eine Zivilisation, welche in die gesamte Welt gestrahlt hat. Ohne die heutige Zivilisation im Westen nicht denkbar gewesen wäre. Und das wissen wir. Sie wäre nicht denkbar gewesen, diese Zivilisation, die wir heute kennen. Wäre nicht denkbar gewesen. Und dementsprechend, Allah ist nicht gegen Zivilisation, Allah ist nicht gegen Wissenschaft, Allah ist nicht gegen Fortschritt. Aber Allah möchte, dass sich der Mensch an die Gebote Allahs hält. Und dass der Mensch all diese Dinge für das Gute benutzt und nicht für das Schlechte, um andere Menschen auszubeuten. So wie es heute die Zivilisation tun, leider. Ich meine, was geschieht denn momentan? Ja? Was machen denn teilweise einige dieser erste Weltländer mit den dritten Weltländern? Das sehen wir doch, sie beuten sie aus. Sie beuten sie aus. Und das schon seit Jahrhunderten. Und jetzt, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Die Erde wird dem Erdboden gleich gemacht. Nichts bleibt übrig. Das Einzige, was übrig bleibt, sind seine guten Taten. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Allah, guck mal, wie Allah das ausdrückt. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Allah, er beschreibt sich selbst, dass er kommt in seiner Erhabenheit. Und die Engel. Allah Ta'ala, er will uns noch einmal vor Augen halten. Wir werden alle vor Allah stehen. Es gibt kein Entrinnen. Es gibt keine Möglichkeit zu fliehen. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. Und jetzt kommt es. Der nächste Abschnitt wird eingeleitet. Noch im selben Vers. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. An jenem Tag wird der Mensch bedenken, wenn er die Hölle vor Augen sieht. Wie soll ich dann die Selbstbesinnung nützen? Kann ich jetzt noch etwas machen? Kann ich nochmal zurück in diese Dunya? Lass mich das nochmal gut machen. Oh Allah, jetzt ist es vorbei, Khalas. Genauso wie wenn du in eine Prüfung gehst und du sagst, hätte ich doch mal ein paar Tage vorher mit dem Lernen angefangen.
Und du musst jetzt in die Prüfung rein. Es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt kein Zurück mehr. Aber du kannst die Prüfung in der Dunya nochmal wiederholen, selbst wenn du nicht bestehen sollst. Aber dort ist es vorbei, Khalas. Die Hölle ist vor dir. Sie wird herangezogen. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagt und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal ausführlich beschreibt. 70.000 Ketten und an jeder Kette 70.000 Engel, welche die Hölle heranziehen werden. Und sie wird zischen und sie wird schreien. Und 70.000 muss nicht immer bedeuten, dass es genau 70.000. Die Zahl 70 ist auch eine Zahl, die auf viel hindeutet. Es kann genau 70.000 sein. Es kann aber auch gemeint sein, dass es sehr viel ist. Beides ist möglich. Und jetzt, in diesem Moment, wo die Hölle herangezogen wird, fängt der Mensch an zu denken, oh Allah, gib mir noch eine Chance. Habe ich hier noch die Möglichkeit, das wieder gut zu machen? Ist vorbei, Khalas. Es gibt keine Möglichkeit mehr. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Er wird sagen, oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas rausgeschickt. Ja, laytani lam attakhidh fulan khalila. Oh, hätte ich doch nicht ihn so und so zu meinem engen Freund, zu meinem Busenfreund gemacht. Oh, hätte ich doch gebetet. Oh, hätte ich doch gefastet. Oh, hätte ich doch Gutes getan. Oh, wäre ich doch ehrlich gewesen. Oh, wäre ich doch aufrichtig gewesen. Oh, hätte ich doch nicht betrogen. Oh, hätte ich doch nicht meine Kinder am Haram ernährt. Oh, hätte ich nicht. Ist vorbei, Khalas, es gibt kein Zurück mehr. Du willst, aber es geht nicht. In der Dunya kannst du nochmal was wiederholen, du kannst immer nochmal was gut machen. Aber dort ist es vorbei, Khalas, es gibt kein Zurück mehr. Das war's. Das, was du vorausgeschickt hast, das hast du vorausgeschickt. Und das wirst du jetzt vor deinen eigenen Augen sehen. Allah Ta'ala, er wird es dir vor Augen halten. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ Und einem jeden Menschen werden wir seine Ta'ir, seine Taten, die Allah für ihn vorgesehen hat, also die er im diesseitigen Leben gemacht hat und begangen hat und vorausgeschickt hat für das Jenseits. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ Wir werden es hier an seinen Unuq, an seinen Hals binden. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Und wir werden ihm am jüngsten Tag ein Buch vorsetzen, vorlegen, was dann vor ihm aufgemacht wird. اقرا كتابك, lies dein Buch. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Heute reichst du dir selbst als Abrechner aus. Du brauchst niemanden, der dich zur Rechenschaft zieht. Du kannst dich selbst zur Rechenschaft ziehen. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, es gibt dann kein Zurück mehr. Und dementsprechend, lasst uns jetzt anfangen. Dieser Tasweef, ich möchte morgen machen, ich werde mich morgen ändern. Der ist vom Shaitan. Ändere dich jetzt, mach's jetzt. Kehre jetzt zu Allah zurück. Bereue jetzt in diesem Moment. Du weißt nicht, ob es noch eine weitere Chance geben wird. Ja, laytani, qaddamtu li hayati. Oh, hätte ich doch für mein jenseitiges Leben etwas vorausgeschickt. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ An jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ Und niemand wird fesseln, so wie er fesselt. Allah Ta'ala, ja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er kann strafen, wenn er das will. Natürlich spricht diese Sura über die Ungerechten und über die Tyrannen. Allah Ta'ala, er spricht in dieser Sura über diese Menschen, die die Muslime unterdrückt haben, verfolgt haben, getötet haben. Allah spricht über diese Menschen in dieser Sura. Und deswegen ist auch die Androhung so hart. Und Allah zeigt, ich kann bestrafen. Ich bin barmherzig, aber ich kann auch bestrafen. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala darüber spricht, spricht er noch einmal über was. Und das immer wieder. Allah hat diese Sura mit Hoffnung begonnen. Und er beendet diese Sura mit Hoffnung. Das haben wir immer wieder. Haben wir auch bei einigen anderen Suren gehabt. Jetzt spricht Allah Ta'ala über die Guten, über die Gläubigen, die mit Allah zufrieden sein werden und mit denen Allah zufrieden sein wird. Ja, ayyatuha an-nafsul mutma'innah. Oh, der Mensch, der gut gehandelt hat, er wird jetzt gerufen. Oh, du Seele, die du Ruhe gefunden hast. ارجعي إلى ربك راضية مرضية
Kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Fadkhuli fi ibadi, tritt ein unter meine Diener, unter die Dienerschaft der Frommen und der Rechtschaffenen. Wadkhuli jannati, und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Und zu diesen Menschen wollen wir gehören. Wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist und dass wir zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und was gibt es Schöneres, als dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden sein wird am jüngsten Tag und uns so rufen wird. Und deswegen, ich schließe ab mit dieser schönen Überlieferung, wo unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes berichtet, dass Allah ta'ala am jüngsten Tag, nachdem die Paradiesbewohner im Paradies sind und die Höllenbewohner in der Hölle sind, Allah ta'ala die Paradiesbewohner rufen wird. Und sie werden antworten, Labbaik wa sa'adayk. Hier sind wir, oh Allah, was gibt es? Woraufhin Allah ta'ala sie fragen wird, seid ihr zufrieden mit dem, was ihr habt? Und sie werden antworten, oh Allah, wie sollen wir nicht zufrieden sein? Woraufhin Allah ta'ala sagen wird, soll ich euch etwas geben? Ja? Sodass ihr nie wieder in irgendeiner Weise damit etwas, sozusagen nach, in irgendeiner Weise nach etwas verlangen werdet. Sie werden sagen, oh, du hast uns doch schon alles gegeben, was soll das sein? Woraufhin Allah ta'ala sagen wird, ich werde heute mit euch zufrieden sein und nie wieder zürnen. Woraufhin dann die Paradiesbewohner nichts Schöneres erlangen werden, als das, dass Allah subhanahu wa ta'ala für ewig mit ihnen zufrieden sein wird. Möge Allah ta'ala uns zu jenen gehören lassen, die diese Worte zu hören bekommen werden am jüngsten Tag im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Strafe Allahs bewahren. Uns dafür bewahren, dass wir Unrecht tun. Möge Allah ta'ala uns dafür bewahren, dass wir auf der Seite der Ungerechten und Tyrannen stehen. Möge Allah ta'ala uns immer für das Gute einsetzen lassen und uns dieses Verständnis geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Hoffnung in unseren Herzen mehren und uns für das Gute einsetzen lassen. Amin ya Rabbil Alameen. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Wir sagen Allah khairan.